Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder das Neuerscheinungsvideo für die Bücher, die im Dezember erscheinen. Irgendwie bin ich gerade etwas confused. Genau, es sind nicht so viele, wie ich dachte. Ich dachte, Weihnachten explodiert, aber tatsächlich erscheinen einfach mehr Bücher im Genre, die ich nicht so lese. Deswegen stelle ich sie euch nicht vor, weil ich da einfach kein Gefühl dafür habe, was euch interessiert. Deswegen sind es, glaube ich, nur 7 oder 8. Aber wir starten trotzdem direkt durch. Die Cover zeige ich euch wie immer hier und hier unten blende ich euch ein, wann erscheint es, wo, wer hat es geschrieben, wie viel kostet es und wie viele Seiten hat das Buch. Als allererstes erscheint Spiel der Macht. Ja, wir kennen das schon. Jetzt erscheint es quasi als Taschenbuch auch wieder beim Carlsen Verlag. Das heißt, alle, die die Reihe bis jetzt noch nicht gelesen haben, können jetzt mit den Taschenbüchern starten. Allerdings weiß ich nicht, wann die Folgebände als Taschenbücher gibt. Gedruckt werden, falls ihr die Reihe noch nicht kennt. Ich habe die Reihe zwar gelesen, das ist aber schon eine ganze Weile her, deswegen lese ich euch auch hier einfach den Klappentext vor. Als Tochter des ranghöchsten Generals von Valoria hat die 17-jährige Kestrel nur zwei Möglichkeiten: der Armee beizutreten oder jung zu heiraten. Aber Kestrel hat fürs Kämpfen wenig übrig. Für sie ist die Musik das kostbarste Gut. Einem plötzlichen Impuls folgend ersteigert sie den Sklaven Arin, der sie auf unerklärliche Weise fasziniert. Schon bald muss sie sich eingestehen, dass sie mehr für ihn empfindet, als sie sollte. Doch er hat ein Geheimnis. Und der Preis, den sie schließlich für ihn zahlt, wird ihr Herz sein. Das ist wieder so ein bisschen Liebesgeschichte mit politischem Konflikt und auch teilweise sehr strategisch. Das würde ich so zusammenfassend zu dem Buch sagen. Wenn ihr zum Beispiel Vertrauen und Verrat von Erin Beatty mochtet, dann wird euch diese Reihe wahrscheinlich auch gefallen. Dann hatte ich euch letzten Monat gezeigt, dass Pandora Stone der erste Teil erscheint und der CBT Verlag hat es ganz, ganz toll gemacht. Denn Band 2 erscheint quasi jetzt im Dezember. Ich lese euch auch hier den Klappentext von Teil 1 vor, um euch nicht zu spoilern. Denn ja, also man kann das in einem Rutsch weglesen, aber dann muss man auch fix sein. Als Pandora Stone im Krankenhaus erwacht, fühlt sie sich schwach und die Erinnerung an das Ende der Menschheit ist allgegenwärtig. Gemeinsam mit anderen jugendlichen Überlebenden findet sie sich in einem ehemaligen Militärlager der Akademie wieder. Hier werden sie auf das harte Überleben in einer Welt vorbereitet, in der alles Leben von einem Virus ausgelöscht wurde. Doch bald häufen sich merkwürdige Vorfälle und Pandora muss entscheiden, wem sie vertraut. Kann sie sich auf ihre Intuition verlassen? Das Tolle ist eben daran, dass Band 1 im November erschienen ist, Band 2 erscheint jetzt am 14.12. und der dritte Teil erscheint Mitte Januar. Ich blende euch auch das nochmal ganz kurz hier ein, damit ihr wisst, wann Band 3 erscheint. Das finde ich wirklich toll, so kann man die wirklich in einem Rutsch gut weglesen. Dann erscheint am 7.12. ein Buch von einer Autorin, die wir wahrscheinlich alle schon kennen, und zwar Karen M. McManus. Das ist die Autorin, die Two Can Keep a Secret, One of Us is Lying und One of Us is Next geschrieben hat. One of Us is Next. And One of Us is Lying, also eigentlich erst One of Us is Lying, dann One of Us is Next, spielt in der gleichen Welt. You Can Keep a Secret ist eher so, ich glaube, das spielt in einer anderen Stadt. Und The Cousins, das jetzt eben erscheint, spielt auch wieder woanders. Ich fand One of Us is Next richtig, richtig gut. One of Us is Lying, da kam ich relativ schnell hinter dem Plot. Eben der Fortsetzung oder dem Spin-off zu diesem Buch war das nicht der Fall. Und ich bin mega gespannt, was die Autorin mit The Cousins geschaffen hat. Sie schreibt ja eher so Jugend-Thriller-Bücher oder Jugend-Krimis, so kann man es vielleicht nennen. Und darum geht's. Millie Aubrey und Jonah Story haben ihre legendäre Großmutter Mildred Margaret Story nie kennengelernt. Ihre Eltern sind schon vor langer Zeit von der High Society Matriarchin enterbt worden. Da erhalten die Cousinen einen Brief. Sie sollen den Sommer auf dem Story-Anwesen auf Cape Cod bei ihrer Großmutter verbringen. Obwohl sich Millie Aubrey und Joan seit Kindesbeinen nicht gesehen haben, sind sich ihre Eltern einig. Das ist die Chance, sich wieder auszusöhnen. Doch als die Cousins, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ob Joan oder Jonah ein Junge oder ein Mädchen ist, auf der Insel eintreffen, wird schnell klar, dass Mildred Margaret Story andere Pläne verfolgt und dass die Story-Familiengeschichte dunkle Abgründe birgt. Diesen Sommer werden Millie, Aubrey und Jonah alle Geheimnisse aufdecken, auch das letzte und tödlichste.
Klingt wieder mega spannend und ich bin mega gespannt auf dieses Buch und ich freue mich total drauf. Am 16.12. erscheint der vierte Band der Prinzessinnen Undercover-Reihe. Das hier ist der erste, den vierten blende ich euch jetzt ein. Aber um niemanden zu spoilern, lese ich eben hier den Klappentext vor. Es handelt sich hier um ein Kinder-Jugendbuch. Ich denke, so ab 10 Jahren kann man das empfehlen, vielleicht auch ein bisschen später ab 12. Aber es ist schon sehr jugendlich. Und es hat keinerlei Fantasy. Es erinnert so ein bisschen an McCabe und plötzlich Prinzessin, würde ich sagen. So ein bisschen. Ellie ist eine echte Prinzessin, die sich nichts mehr wünscht, als ein normales Leben zu führen. Lottie ist ein ganz normales Mädchen, das sich nichts mehr wünscht, als Prinzessin zu sein. Als sich ausgerechnet diese beiden im Internet Rosewood Hall ein Zimmer teilen müssen, liegt die Lösung auf der Hand. Sie tauschen heimlich die Rollen. Doch in Rosewood ist auch sonst nicht jeder, wer er zu sein scheint. Und eine Geheimorganisation hat es auf die Prinzessin abgesehen, ohne zu wissen, welche die echte ist. Ich finde die Buchreihe ganz, ganz toll. Das ist halt was für locker Leichtes, muss man sagen. Eben sehr jugendlich. Und ich bin schon sehr gespannt auf den vierten Band. Und ich finde halt die Cover auch wirklich ganz toll gestaltet. Am 21.12., also ein Last-Minute-Wunschlistenbuch, ist Feuer im Schatten, das Geheimnis der Schwingen Teil 1. Das erscheint im Carlsen Impress. Und es geht um Drachen. Das finde ich schon mal ganz cool, weil da hatte ich schon lange kein Buch mehr, das mich begeistern konnte. Vielleicht ist das ja was. Als Mitglied der Königsfamilie bewahrt Sascha schon seit Kindertagen das wohl bestgehütete Geheimnis im Königreich der Schattendrachen. Doch die Wahrheit droht ans Licht zu kommen. Um den Machtanspruch der Familie zu sichern, ruft der König einen Wettbewerb aus, bei dem sich die Thronfolger der Drachenreiche als würdig erweisen sollen. Ein Druck, dem Sascha kaum standhalten kann. Der Drang, all dem zu entfliehen, wächst. Aber der Prinz der Lichtdrachen kommt Sascha in die Quere. Obwohl Collins himmelblaue Drachenaugen jeden in den Bann ziehen, darf er niemals von Saschas wahrer Identität erfahren. Das ist wohl eine Dilogie. Band 2 erscheint im Januar 2021. Also auch das geht ziemlich flott, wenn man bedenkt, dass es ja erst Ende Dezember erscheint. Finde ich gut. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr interessanten Buch. Allerdings bin ich aktuell noch nicht sicher, ob Sascha ein Junge oder ein Mädchen ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr wisst, ob es dann da auch so ein Love-Teil gibt oder ob ich mir das jetzt nur denke. Oder vielleicht ist es auch ein LGBTQ-Love. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es ihr besser wisst als ich. Am 28.12., also nach Weihnachten, erscheint dann quasi der zweite Teil zu Shadow Send. Den höre ich aktuell als Hörbuch. Ich habe die Hoffnung, dass ich es dann bis 28.12. geschafft habe, das zu beenden. Ich mag das Buch bisher sehr, sehr gerne und ich finde es sehr interessant. Vor allen Dingen, es geht in eine andere Richtung, als ich dachte. Mehr sage ich dazu aber nicht. Ich lese euch den Klappentext, damit ich nicht was Falsches sage und euch unnötig spoilere. Im Kaiserreich Aramtesh haben Düfte Macht und diejenigen, die sie beherrschen. Ausgerechnet am Blütenmond passiert in den geheimen Gärten der Hüterin der Düfte die Katastrophe. Der Kronprinz, der gerade erst angereist war, liegt vergiftet am Boden. Raquel, der armen Dienerin mit einem besonderen Talent für Düfte, und Ash, dem Leibwächter des Prinzen, fällt die eigentlich unlösbare Aufgabe zu, das rettende Gegenmittel zu finden. Dafür müssen die beiden kryptische Geheimnisse aus uralten Zeiten entschlüsseln und ihre eigenen verborgenen Wahrheiten erkennen. Das ist irgendwie so ein bisschen sehr magisch, finde ich. Also sehr magisch im positiven Sinne. Ich mag das Buch bis jetzt richtig, richtig gerne und bin auch wirklich schon gespannt, wie das endet. Und bin froh, dass ich dann auf Band 2 ja nicht mehr so lange warten muss. Dann kommen wir noch zu einem Buch, das auch schon erschienen ist, mit einem anderen Cover in einem anderen Verlag, kann man schlecht sagen. Es ist der gleiche Verlag, aber ein anderer, oder die gleiche Verlagsgruppe, aber ein anderer Unterverlag. Naja, also kryptisch. Ich spreche kryptisch. Und zwar spreche ich von Erwachen des Lichts. Das ist die Götterleuchten-Tetralogie von Jennifer L. Armentrout. Die alte Reihe kennt ihr bestimmt, aber ich dachte immer, die alte wäre eine Trilogie. Vielleicht haben die das jetzt geändert in der Tetralogie, das weiß ich nicht. Aber mir sind nur drei Cover im Kopf. Das sind die schwarzen, wo quasi so Frauengesicht und Männergesicht aneinander sind. Die blende ich euch einfach mal kurz hier ein und hier eben das neue Cover. Die neuen Bücher erscheinen alle bis Juni nächsten Jahres. Das finde ich geht relativ flott. Ist gut, ich meine, die Reihe ist schon geschrieben und übersetzt, aber sie würde bestimmt nochmal überarbeitet und neu gesetzt werden, weil es ein anderes Format hat.
Ich habe die Reihe bisher nicht gelesen, weil ich die Cover nicht so schön finde. Jetzt denke ich aber tatsächlich drüber nach, sie zu lesen, weil ich die Cover viel schöner finde und mich jetzt auch einfach mal näher mit dem Buch beschäftigt habe. Es hat nämlich wieder so ein bisschen für mich persönlich Percy Jackson Flair, denn es geht ja auch um griechische Mythologie. Ich lese den Klappentext. Eben noch verlief Josies Leben normal. Sie ist eine typische Studentin auf dem Weg zu ihrem Seminar. Doch taucht plötzlich ein mysteriöser Typ mit goldenen Augen auf und behauptet, sie sei eine Halbgöttin. Somit ist sie dazu auserkoren, die Unsterblichen des Olymps im Kampf gegen die Titanen zu unterstützen. Um ihre Bestimmung zu erfüllen, muss Josie lernen, ihre Kräfte zu nutzen. Dabei zur Seite steht ihr der impulsive Death. Bald merkt Josie, dass sie ihr gefährlicher werden könnte als die entfesselnden Mächte der Unterwelt. Ich bin gespannt. Wenn ihr die Bücher schon kennt, weil ihr quasi die alten Ausgaben gelesen habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder warum es euch nicht so gut gefallen hat oder einfach mal so ein bisschen eure Kritik oder Rezension in Kurzfassung. Darüber würde ich mich sehr freuen. So, das waren die Neuerscheinungen für den Monat Dezember und damit ist das Jahr büchertechnisch auch schon abgeschlossen. Oh Gott, wie erschreckend. Und dann gibt es meinen Kanal auch schon ein Jahr. Wow. Ganz kurz hier als Einhänger. Wenn ihr möchtet, kann ich so eine Art mein erstes BookTube-Jahr-Video machen. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Dann kann ich mir dazu was überlegen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Bis bald, meine Lieben.